als besonders nachhaltiges E-Bike, das überall auch gefahren werden soll, von jedem und überall und immer, braucht man natürlich als erstes mal einen gescheiten Antrieb. Ja. Ne? Also wir haben uns für Bosch entschieden. Bosch ist Weltmarktführer, nicht von ungefähr. Die Qualität ist wirklich hervorragend, autoindustriemäßig im Grunde genommen, ne? Von der Qualität. Und es gibt ja verschiedene E-Motoren von Bosch. Also es gibt einfache, aktive, nennen die sich, die etwas stärkeren, die heißen dann Performance. Und wir haben uns natürlich entschieden für den schönsten, stärksten, besten von Bosch. Das ist der Performance Line CX Motor. Der Steven erklärt jetzt mal ein bisschen was zum Motor. Display, Akku und Ladegerät. Ich ergänze dann, wenn du was vergessen hast. Okay. Also gut, wir fangen an mit dem Herzstück. Das ist der Motor. Das ist der Bosch CX Motor oder Performance Line CX Motor Generation 4. Hat eben den Vorteil, wir haben 4 Unterstützungsmodis. Wir haben einmal den Eco- und Tour-Bereich, da haben wir die 75 Newtonmeter. Und dann eben EMTB bzw. Sportmodus und Turbo-Modus haben wir eben die 85 Newtonmeter. Was den Kunden ganz schön gut gefällt, ist, dass wenn man in der Unterstützung off, also wenn man ohne Motorleistung fährt, kuppelt sich die Pedale aus. Es simuliert ein bisschen ein Normalrad. Ist trotzdem nicht ganz so wie ein Normalrad, weil wir haben hier ein bisschen mehr Gewicht als beim Normalrad, aber trotzdem ist es eine schöne Sache. Entschuldigung, alles gut? 85 Newtonmeter, haust du jetzt den Leuten um die Ohren herum? Hau ich einfach so rum. Ja. Also sagen wir mal so, der Unterschied jetzt zum normalen Performance sind 20 Newtonmeter. Der hat 65, der hat 85. Das merken Sie, wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Berg hochfahren, haben ein Gewicht, über 100 Kilo vielleicht, ziehen Anhänger, ja. Geht auch, Kinderanhänger, da ist das Rad prädestiniert dafür. Und dann merke ich sie auch in der Beschleunigung. Also ich komme gerade eben von einer Probefahrt, ich war gerade beim Bäcker, habe mir noch was zu essen geholt und ich bin begeistert von dem Crossover, wie das abzieht in der Stadt. Ne? Also man tritt rein und dann beschleunigt man, also bei einem Ampelstart, da fährst du auf der ersten paar Meter jedem Auto davon. Mhm. Das ist wirklich toll. Also das heißt, ein ganz, ganz starker Motor. Und was die Nachhaltigkeit anbelangt, das müssen wir unbedingt erwähnen, das ist ein Metallgetriebe da innen drin. Und alle anderen Motoren von Bosch haben ein Kunststoffgetriebe. Und ein Kunststoffgetriebe, kann man sich vorstellen, macht irgendwann die Grätsche. Also so laut Erfahrungen nach 30.000 bis 40.000 Kilometer, wenn so ein Motor hält, ist es gut. So diese einfacheren. Der hier ist gebaut für Wettkämpfe, für härteste Belastungen. Da sind Kugellagerverstärkte drin, der ist gedichtet. Metallgetriebe haben wir gesagt. Also sagen wir mal 100.000 Kilometer sollte dieser Motor auf alle Fälle halten. Ja, sollte. Sollte, ne? Sollte. Sind wir einer Meinung? Ja. Gut. Okay. So. Weiter geht's dann mit dem Akku. Wir haben hier in dem Modell speziell einen 625er Akku drin. Wäre ungefähr die Reichweite zwischen 80 und 90 Kilometer. Oh, mehr, das ist mehr sogar. Mehr, wollen wir die 100 aussprechen? Ja. Okay, dann sprechen wir die 100 aus. Es kommt natürlich darauf an, wo Sie fahren, wie viel Gegenwind Sie haben, wie das Gewicht ist vom Fahrer. Aber wir hauen die 100 jetzt raus. Ganz kurz zu dem System am Crossover. Wir haben auf der linken Seite haben wir einmal einen Schlüssel, den drehen wir rum, müssen vorher die Schutzkappe nach unten ziehen. Tun die Schutzhülle dann einfach weg, sehen dann hier schon den Akku. Und das Schöne an dem Crossover oder am Tauberrad allgemein ist, dass wir hier am Akku eben so einen Griff haben, wo wir einfach den Akku schön rausziehen können. Ja? Wenn wir den Akku schon in der Hand haben, wenn Sie jetzt auf Radreisen sind und ein Hotel haben, können Sie vielleicht unten nicht unbedingt am Rad direkt den Akku laden. Deshalb können Sie hier den Akku mit hochnehmen ins Zimmer, haben hier unten denselben Anschluss, wie Sie es auch auf der linken Seite hier haben. Wenn Sie es am Rad direkt laden, haben Sie hier den gleichen Adapter. Dankeschön, das Ladegerät ist hier. Sie können es einfach, jetzt muss ich es natürlich auch richtig rum reinstecken, einfach reinstecken und dann wird es geladen. Was durchaus Sinn macht, wenn Sie auf Natur unterwegs sind, irgendwann haben Sie Hunger und müssen mal sich ein bisschen bewegen, also auf den Füßen bewegen. Laden Sie wirklich immer wieder den Akku nach. Ich glaube, eine Stunde bringt uns circa wie viel Prozent? So 20 bis 25 Kilometer Reichweite. Okay. Und es kommt natürlich auch noch auf das Ladegerät an, was wir hier mitliefern, an unserem Crossover.
Bosch macht übrigens drei Ladegeräte. Wir haben uns jetzt für das 4 Ampere entschieden. 4 Ampere bedeutet, es lädt in einer Stunde 4 Ampere rein. Viele E-Bikes werden heute aus Kostengründen nur mit einem 2 Ampere Ladegerät ausgestattet. Ist eigentlich schade, weil dann lohnt sich unterwegs das Nachladen fast nicht. Ne? Also den Aufwand, bis man da eine Steckdose sucht. Und, aber bei uns ist es so, 20 Kilometer mehr macht als 100, 120 Kilometer. Holla! Also da geht dann schon was. Ne? Genau, okay. Zum Reinsetzen das gleiche Prinzip. Wieder hier unten ansetzen. Einmal den Schlüssel rumdrehen und dann fällt er Ihnen eigentlich schon rein. Und die letzten paar Millimeter einfach reindrücken. Dann nehmen Sie die Schutzkappe. Richtig rum ansetzen. Gucken, dass es schön oben drüber ist. Schutzkappe wieder nach oben drücken und schon sitzt der Akku fest und die Kappe auch. Das letzte Element von Bosch an dem Rad. Stopp, ich würde noch gerne was dazu sagen. Fällt mir gerade ein. Wenn Sie zum Beispiel das Crossover transportieren dann auf einem Heckdreher, ist es wohl gut, dass man den Akku rausnimmt, denn schließlich und endlich wiegt er etwa 4 Kilo rum. Und das belastet einmal den Drecher nicht so und auch das E-Bike selber. Wenn Sie den rausnehmen, den Akku, dann machen Sie den Deckel wieder drauf und dann ist es gedichtet. Das ist eine feine Sache. Es gibt nämlich viele E-Bikes, wo Sie das nicht können. Dann ist der ganze Schacht offen. Ja. So, best noch als Erkenntnis. Zu guter Letzt ist einmal das Display hier. Wir haben hier, ich mache es mal weg, dass man es besser sieht, einmal das Intuvia Display. Das ist das Standard-Display von Bosch. Mein Lieblingsdisplay. Es ist auch das übersichtlichste Display. Das heißt, uns werden alle Informationen kurz und knackig hier angezeigt. Ja, es gibt noch das Nion und Kiox. Allerdings wäre das einfach überflüssig an dem Rad. Sie sollen Spaß am Radfahren haben und nicht am Rumtippen auf dem Nion. Es ist ja so, zum einfachen E-Bike fahren. Ja. Einfach. Also, ich bin so ein Typ, ne? Also ich will mir jetzt nicht um das Ding da kümmern, das da drauf steht, sondern ich will einfach fahren und Spaß dran haben. Genau. Ich sehe die Reichweite, genau wie weit das ich noch komme. Das ist unterwegs wichtig, die Tagesstrecke und wie viel Uhr, das man habe, fertig. Genau. Das ist eigentlich so das. Und wenn Sie, sagen wir mal, mehr Ambitionen haben, dann nehmen Sie einfach ein individuelles Tauberrad-E-Bike, konfiguriere sich das mit einem modernen Display, wo alles anzeigt, was man nur wissen will oder nicht. Genau. Und dann sind Sie auf Dauer auf dem richtigen Weg. Oder hier wäre eben die Alternative, dass man einfach hergeht, eine Handyhalterung sich rechts hier platziert und sich dann mit Komoot oder mit Google leiten lässt. Wer jetzt unbedingt ein Navigationssystem am Rad möchte. Ja, genau. So einfach. Eben. So. Gut. Der Antrieb haben wir Ihnen jetzt vorgestellt. Im nächsten Kapitel machen wir die Schaltung. Mhm.